an, der Lehrer redet, ich schlafe. Es war ihm sowieso lieber, wenn ich mal nichts sage. Er hat geredet von Pythagoras und Parabellen. Ich sagte, wenn das Drogen sind, will ich ein paar bestellen. Er hat erzählt, dass er viel weiß, weil er viel reist, viel liest, viel schreibt. Er sagte, er bringt uns das Leben, weil er wüsste, dass es hart ist. Ich sagte, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nicht. Ich geh zum Arzt, einfach so aus reiner Höflichkeit. Doch er sagt mir, dass ich komme, wurde höchste Zeit. Er redet von Psychosen und meinem zersetzten Magen. Dabei wollte ich doch nur ein paar Tabletten haben. Er will, dass ich alle meine Laster aufgebe. Nicht mehr gucken, kippen und saufen, weil ich dann draufgehe. Er sagt, ich müsse auf ihn hören, weil er ein Arzt ist. Ich sag, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nicht. Reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nicht. Ein Versuch mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht, haha. An, frag ihn, ob er helfen kann. Doch erstmal redet er über Gott und die Welt und dann schweift er ganz ab. Er sagt, dass er Angst hat. Er denkt, dass die CIA seine Wohnung verwandt hat. Und er hat Kontakt mit Außerirdischen, mit riesengroßen Augen. Er meint, sie kommen immer wieder bei ihm ihre Drogen kaufen. Er sagt, dass er jetzt weiß, was Gottes Plan ist. Ich sag, ach, halt dein Maul, du weißt gar nicht. Ich sitz im Park und chille, ich genieß die Freizeit. Dann kommt ne Öko-Tante zu mir mit ihrer Weisheit. Sie redet vom Waldsterben und G8 und davon, dass sie schon die halbe Welt gesehen hat. Sie sagt, die armen Wale. Ich sag, du arme Sau. Sie will, dass ich die Welt rette. Ich sage, ja, genau. Sie sagt, sie will nur helfen. Ich sag, das ist Wahnwitz. Ach komm, halt einfach dein Maul, du weißt gar nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nicht. Ein Versuch, mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht, haha. An, die sagt, ihr platzt die Schädeldecke. Ich mache erstmal ein Kompliment. Schöne Tränensäcke, schicke Frisur. Dann kommt sie gleich zur Sache. Sie sagt, es sei nicht gut, was ich mit der Jugend unserer Heimat mache. Sie sagt, sie gehen mit 13 in den Knast wegen dir. Ich sag, es ist wie es ist, so ist das Leben hier. Sie sagt, man wird nicht gleich kriminell, wenn man arm ist. Ich sag, Schlampe, halt dein Maul, du weißt gar nicht. Der Staatsanwalt bestellt mich vor Gericht. Warum? Weil er sagt, dass mal wieder was nicht in Ordnung ist. Er redet nur von Paragraphen und dem System. Doch tut mir leid, Herr Oberst, ich hab keinen gesehen. Er will, dass ich singe, doch ich halte dich. Leute einfach so verraten, ist ein Kaltgesicht. Er sagt, ich buchte dich ein, auch wenn du ein Star bist. Doch ich halt mein Maul, ich sag gar nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nicht. Ein Versuch mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht, haha. Reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nicht. Ein Versuch mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht, haha, halt.